Oder ich hoffe, dass die Abstimmung besser ist. Naja, wenn ihr gute Ergebnisse gegen die anderen, gegen RK und Germania einfahrt, dann sind wir auch glücklich. Gegen RK habt ihr letztes Jahr zur Halbzeit geführt, ne? So. Der Leipziger Trainer hat erwartungsgemäß einige Umstellungen vorgenommen. Der Verbinder rückt auf die Gedrängehalbposition, 12 rückt auf die 10 und dafür ist eine neue 12 ins Spiel gekommen. Hoffen wir, dass die Umstellung das erwünschte Ergebnis bringt und die Ecke ist rausgegangen und dafür ist die 22 ins Spiel gekommen. Bei uns sind viele alte Hasen davon. Hannoveraner Spieler wurde ins Ausgetackelt und geht weiter mit Getränkeinlauf für Leipzig. Also unsere erste Reihe ist 19, 18, 19. Der hat das wahrscheinlich schon gut. Perspektiv. Das stimmt. Stark gewonnener Ball. Gerade den Ball im Tackle verloren. Hannover hat jetzt den Ball an der Mittellinie und kriegt einen Straftritt. Nachdem ein Leipzig hantiert und mit der Hand den Ball in den Sack zu spielen. Ersten 10, Henry. Auf mich! Auf mich! Der Ball geht nicht ins Aus, sodass die Leipziger den Ball in der eigenen 22 gewinnen. Und sich mit einem Freiungskick vom Druck gar nicht gerade befreit. Jetzt die eigenen Hälfte den Angriff wieder aufbauen. Der Ball geht direkt ins Aus, sodass es Einwurf in die Gasse trotz der Mittellinie gibt für Leipzig. Man darf den Ball aus der eigenen 22 treffen, dann geht es da weiter, wo der Ball ins Ausgegangen ist. Wenn man den Ball allerdings aus dem sonstigen Spielfeld direkt ins Aus kriegt, geht es von dort weiter, wo der Spieler gestanden hat. Also lediglich der Befreiungskick. Schöne Option aus dem Kapitän Aber das ist zu kurz, ist zu langsam, so dass Leipzig einer den Ball verloren hätte. Allerdings gab es einen Strafstoß, den wir nicht haben. Und die spielen auch nach wie vor mit. Hannoveraner keine 10 Meter vom Ball. Die Leipziger haben gerade ihr Kämpferherz gefunden. Sie kommen deutlich nach vorne, aber leider gerade den Ball verloren. Felix, komm zurück! Den Ball raus. Der Ball fehlt in der Leipziger, hatte sich leider isoliert. Entsprechend war kein Support da. Der ihn hätte etwas nutzen können. Wieder eine relativ isolierte Situation ganz außen. Die Leipziger kann es nicht. Sie befinden sich jetzt ungefähr 10 Meter entfernt von der Mittellinie. Geh einfach mal rein, habt ihr mal Platz.
So hatten wir uns eigentlich das Spiel von Anfang an gewünscht. Kämpfende Leipziger. Aber wir haben noch eine ganze Halbzeit. Felix, fordert den Ball! So kann es gerne weitergehen. Kicking cheap, please. Leider trifft der Erhöhungskick nur die Stange und es bleibt beim Spielstand von 15:0. Hannoveraner schaffen es allerdings, den Ball schnell genug nach hinten zu hakeln. Good pressure, boys, good pressure! Es geht weiter mit Gasse-Einwurf für Leipzig auf der 22 Meter Linie. Gefänge für Hannover, mittig vor dem Goalstand. Okay, Jungs, gut, jetzt holt uns den Ball zurück! Yeah.
Jungs! Komm, nach vorne! Nach vorne! Nach vorne! Ja, genau so ein Ding! Da standen die Leute sogar nicht mehr genug an der Wand. Sturmarbeit! Und, aus! Das geht's ja, und nach vorne! Gasse, Gasse, Gasse! Roman, halt sie zusammen! Halt sie zusammen! Du gehst nach vorne! Los, Jungs! Auf der Linie! Die Herren voran entscheiden sich wieder für den Kick zur Gasse. Und das heißt, einen Wurf von der 5-Meter nehmen wir. Und werden sicherlich wieder einen Wall anschieben, um den Ball ins Leib zu vermarkten. Es geht jetzt weiter mit einem 22 Meter Anflug durch die Leipziger. Das heißt, sie kicken den Ball aus in der eigenen 22. Zurückgelegt bedeutet, dass der Leipziger Spieler den Ball im eigenen Mahlfeld auf den Boden ablegt. Ey, nicht alle auf die 22! Wo, Alter? Nico, Nico, 22 nicht kicken! Der Erhöhungskick ist gut, damit neuer Spielstand 32 zu 5. Linienrichter, Schiedsrichter, wir würden wechseln gerne.
David! David! Okay, geht da raus. Thank you.
Kommt der denn her? Fuck, Mann! Komm, helf Benno! Helf Benno! Aufbau, Aufbau, Aufbau! Wo geht rüber? Komm, Steven, komm ich gleich rein? Wie bitte? Ich hab keine Ahnung. Ich rechne jede Sekunde damit einzubrechen. Jetzt die Kugel, Joshua!
Genau, Simon, gut. Hinten rechts, keine Ecke. Spürt den Fuß. Ist er weg? Nummer 5 war ein Horan, also ein Tran, ein ständiger Video, ja, und macht einen schönen Meter. Irgendwann hört er mal auf mit dem Rad. Vorbei durch ein Leipziger Spieler und es geht weiter mit Gedränge für Hannover in der Leipziger Runde. Das Ulm führt nach 14 Minuten 3-0 gegen Frankfurt. Wasser.
endlich kicken die Leipziger mal den Ball aus der 22. Leider nicht ganz der 22 raus, aber es sind noch ein paar Meter zwischen dem Gegner und das eigene Mahlzeit. Felix weiter mit Kasse Einwurf für Hannover. Gasse wird zu Moren gewonnen, der Moraner setzt einen Ball. Hannover denkt sich jetzt, wir nehmen die 3 Punkte mit, um dann auf 35 zu schießen. Okay, gut. Igor, bist du ganz allein? Hä? Igor, bist du ganz alleine? Neuer Spielstand 35 zu 5. Kommando! Schöner hoher Ankick der Leipziger Nummer 10, den die Leipziger auch direkt gewinnen können. Sie sind jetzt in der Hannoveraner Hälfte mit eigenem Ballbesitz und können in den Angriff gewinnen. Das ist sehr ungünstig gemacht, die eigenen Spieler hinten isoliert und den Ball im Tackle nach vorne verloren, sodass Hannover wieder mit Vorteil spielt. Irgendwie läuft momentan hier wirklich ganz, ganz wenig zusammen. Es dürfte eine harte Trainingswoche werden, um einfach die Schwachstellen auszumerzen. Es geht weiter mit Gedränge für Hannover 78 auf der eigenen 10-Meter-Linie. Der Leipziger Kapitän Benno Fürth hat offenbar einen Schlag an den Kopf bekommen und liegt momentan auf dem Boden. Benno! Come on!
Der Leipziger Schluss kann allerdings nicht mehr aufnehmen. Halt das da! Oh, jetzt halt der Halbdeckel an, oder was? Komm zurück! 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 Timon, komm auf Linie! Timon, komm auf Linie! Auf Linie! Komm! Dann weißt du, wenn er hinter dir kommt, dann weißt du aus. Die Leipziger kicken den Ball ins Aus und sie greifen die Gasse ein hoch zwischen der 22 und der 10 Meter Linie der Leipziger. Die Leipziger wechseln nochmal und hält geht die Ecke und die Frau dann kommt aufs Feld und der Schuss kommt aufs Feld. Schiefer Einwurf. Es geht jetzt weiter mit einer Option für Hannover. Sie können entweder das Getränk wählen oder eine Gasse. Sie entscheiden sich für das Getränk. Ändern ihre Entscheidung aber doch nochmal. Nein! Skill! Ja, wenn du auf dem Weg nicht mit Brechstangen bist und aber so zwei Naturgewalten aufeinander treffen. Wieder sehr schön geöffnet, so kann man voran auf der eigenen Hintermannschaft. Die einzelnen drei brechen ein. Das ist voll schön. Einfach hier. Komm, Unterstützung, Jonas! Leute, fass da mal zu! Das ist ja ekelhaft! Ist das Lucy? Ja, dann wechseln wir. Schiedsrichter. Die Hannoveraner wechseln verletzungsbedingt. Ich hab noch Bescheid, wechseln. Ja, sind da, glaube ich. Der Hakler geht zum Feld. Und die Nummer 16 kommt raus. Igor wirft die Gasse ein. Längst du auf die Gosse. Ist jetzt nicht gepfiffen, dann reden wir nach dem Spiel. Das ist aber nicht verboten auszunehmen. Auf der neuen Schau. Alle noch.
War aber auch immer so, ich kann es bei dem Hannover-Spiel aus. Das ist einfach. So, Schonung ausgewechselt, um weitere Verletzungen zu verhindern. Es geht weiter mit dem Gedränge für Leipzig nach einem Vorball. Leipziger Nummer 8, Benno Fürth kriegt auf, spielt einen Rückhandpass, der aber ins Nirgendwo geht. Und es geht weiter mit Strafstritt für Hannover. Hey, hey, im Goal, im Goal. Wieder eine schiefe Gasse, so dass es jetzt weitergeht. Mit einem Leipziger Ball. Totgelegt durch den Leipziger. Es geht jetzt weiter mit 22 Meter Antritt für die Leipziger. Gelbe Karte für die Leipziger Ecker. Die Aktion kann, habe ich es leider nicht gesehen, kann also nicht sagen, wofür er die gelbe Karte gekriegt hat. Er muss deswegen 10 Minuten das Feld verlassen, da das Spiel aber wahrscheinlich in weniger als 10 Minuten vorbei ist. Heißt das, dass die Leipziger bis zum Ende des Spiels mit 14 Mann spielen. Hannover kippt wieder zur Gasse, um mit Gasse einen Wurf zu starten. Der Kick ist aber nicht ausgegangen, sondern er ist hinten ins Mahlfeld ausgegangen. Es geht jetzt weiter um Gestränge für Leipzig. Jan, beide zu Ende. Beide zu Ende. Komm. Jawohl, komm,
Leipziger hat leider den Ball im Zettel nach vorne verloren, sodass die Hannoveraner wieder den Ball haben. Und das war mit einem Angriff für die Hannoveraner, die den Ball direkt ins Auskicken. Wenn der Schiedsrichter nicht abpfeift, ist das Spiel nicht vorbei. Sehr schöner Kick. Das Hannoveraner kommt raus in den freien Bereich. Und der Leipziger befreit sich mit einem guten Einsatz. Dann war das auch kein Vorball. Ja, jetzt lassen wir, ne? Der Schiedsrichter gibt einen Vorball durch Hannover und ein Getränk für die Leipziger. Ja, komm, ich bin mein Leipzig. Die Kommunikation! Aber die Saison ist ja noch lang. Wir danken für uns alles Zusehen und hoffen, dass beim nächsten Spiel eine bessere Leistung der Leipzig zu sehen sein wird. Gut gemacht, Boys. Spieler gekauft. Also insofern. War zu erwarten, ne? 125 zu 10 Endstand.